Wah! Will! Will! Hey Leute, wie geht's? Wie stehen Sie? Ich hoffe, ihr hattet eine tolle Zeit von der letzten Folge zu dieser. Wir sind in einer Kampagne und einem Schlachtfeld, ja, in einem Feldzug, in einem Zugfeld, in einem Bewegungszustand, in einem mörderischen Mord des Planungsgerätschaft, in der wir versuchen, Gamblak, glaube ich, hieß der Boy, Gamblak, Herr des Ursprungs, viel zu epischer Name, zu vernichten, nachdem er unseren Bruder einfach umgebracht hat, like, aus dem Nichts. Das war like, ja, Friedensverhandlung, dies, das, alles ist schön, als der Pump. Bruder tot. Und was machen wir? Wir tun als erstes mal drei Städte einnehmen und bewegen uns langsam in Richtung Gamblak und versuchen ihn jetzt umzubringen. Woo! Halt so freundliche Sachen, die man dann macht. Logisch, nicht vergessen zu abonnieren, zu subscriben, 5 Sterne zu geben, favorisieren und zu teilen, wenn euch das Video hier gefällt. Gut, unser Held ist hochgelevelt. 20 Verbesserungspunkte haben wir, das müssen wir nutzen. Wie machen wir das? Das klingt gut. Erstschlag klingt gut. Härter Stahl. Alle Einheiten in der Armee. Yeah. Projektilresistenz. Wundervoll. Und wir haben schon nur noch 9. Dann würde ich jetzt generelle Sachen upgraden. Wir haben nichts ans Fernkampf. Also tue ich jetzt nicht upgraden. Nämlich habe ich aus Versehen das mit Mods gestartet. Und danach, wenn ich es ohne Mods wieder gestartet habe, hat es mir meine Trillerpfeife weggenommen, mit der ich davor Damage gemacht habe. Also, ja. Schutz gegen Gift. Wie viele giftige Leute werden wir denn bekämpfen müssen? Nicht viele. Der ist ja ein Heiliger, oder? Das ist ein hoher Priester, glaube ich, als Rolle. Dann gehen wir einfach... Nachtsicht. Weil wir jetzt eh, wie es aussieht, unterirdisch da aktiv werden. Werden. Gut, diese Burg ist uns relativ egal. Wir haben hier den Feenstadt bekommen. Da können wir Feen und Einhörner. Cool machen. Wenn wir aber ein paar Upgrades machen, können wir noch mehr verschiedene Einheiten holen. Und das werden wir daher auch tun. Gut, wir haben genug Cash oder genug Mana pro Runde, um uns jetzt Leichenflederei zu leisten. Ich habe es letztes Mal Flederei genannt. Und das ergibt wenig Sinn, weil es Flederei ist. Ja, glaube ich. Ich bin unsicher. Einer von den Elfen geht hier mit. Elfen, Feen meine ich, geht hier mit. Und wir treffen uns dann alle gleich in einer großen Armee wieder. Das kann im Moment, glaube ich, mal alleine stehen. Da oben müsste ich gucken. Ja, vielleicht ist da oben eine Abkürzung. Okay, nachdem ich das gemacht habe, mache ich als erstes mal Einheiten. Einheiten heißt, ich mache mir einen Einhornreiter, 2 Stück sogar. Gemeinschaftswächter. Gut, das klingt doch nach tollen Einheiten. Zack. Gut, wir treffen uns jetzt hier zusammen und wir gehen zusammen unterirdisch, weil es eine Trophäe über sich hat. Was bist du? Ein Teleporter. Oh, die sehe ich selten. Okay, zack. Wir wollen das da. Gut. Nachtschattenelfe. Wenn das nicht episch klingt. Wir sind jetzt auch unterirdisch tätig und es sieht schon maximal hübsch aus hier unten. Wirklich, das ist ja... richtig, richtig hübsch. So. Nächste Runde. Wir holen uns das Gold. Hätte ich nicht mit allen Einheiten machen müssen, weil jetzt habe ich einfach eine Runde verschwendet. Zack. Neue Sache zu lernen. Wir machen Baden. Oder? Wir machen Speerausbildung. Brauchen nur 2 Runden. Zauber. Zack. Yeah. Blut und Cash. Jede Leiche tun wir jetzt ein wenig auseinandernehmen. Und das aus purer Lust und Laune dazu. Es gibt keinen anderen Grund. Gut, hier, wie sieht's hier aus? Gut, nur noch eine Sache zu machen. Die Meistergilde werde ich wohl nicht brauchen, oder? Das kommt mir ziemlich unnötig vor. Die Greifenzinne klingt episch, dann können wir auch Hochelfen Greifenreiter machen. Aber das ist alles so advanced, you know? Wir sind like, welche Runde sind wir jetzt? Keine Ahnung. Steht nicht, ja, dafür steht unsere Uhrzeit da unten. Ihr wisst, wann ich aufnehme. Oh nein, jetzt werde ich gestalkt werden. Jetzt könnt ihr euch die Zeitzone ausrechnen und alles. Der Teleport ist inaktiv. Das muss gar nicht sein. Die Kontrollen übernehmen können wir uns wahrscheinlich wieder aktivieren. Okay. Also wenn wir die anderen Ort finden, zu dem Teleport, wo der hinführt, können wir den vielleicht aktivieren. Und es scheint hier zu sein. Er ist auch inaktiv. Wahrscheinlich führt er dorthin, würde ich raten. Hier unten können wir aber nicht weiter. Das heißt, es geht wieder rauf. Okay. Seid ihr böse? Ja, ihr seid Orks. Okay.
Lars beantwortet schon. Genügend. Ich gehe hier mal ganz kurz die Abkürzung, ja, bevor ich jetzt hier weiter latsche. Gehe ich mal nach oben. Zack. Gut, darauf geht's. Flupsk. Ich hoffe, hier ist nichts. Hier ist noch eine Burg von ihm. Nice. So, jetzt machen wir baden. Gut, was steht hier? Schild. Willkommen im Tal des Teichs. Es ist vorübergehend für Besucher gesperrt. Teleporter deaktiviert. Oh, damn! Ist das eine scheiß Kanone? Wo hat denn da eine Kanone her? Und hier ist der Teleporter. Okay, es ist schon mal nicht der, wie es aussieht, von unten nach oben. Damn aber, holy shit, der hat Kanonen! Kreuzritter? Alter. Wir sind hier schon wahnsinnig benachteiligt, ja? Im Vergleich jetzt zu denen. Holy shit. Okay. Wir machen uns das vielleicht vor den Einheiten sogar, weil im Moment brauchen wir die Einheiten noch nicht. Die Einheiten können wir uns aber gleich hinterher produzieren. Bogenschütze auch, komm, wenn wir schon da sind. Zack, weiter geht's. Was war das für ein Geräusch? Gut, weiter geht's runter. Wir können nichts machen aus der Burg. Burg ist nur da, um eine Zone zu besetzen. Gut, eine Eilbeere zur anderen. Oha. Seid ihr böse? Seid ihr gut? Und das sind Ruinen, alte Ruine. Vielleicht machen wir die als erstes. Ein Draconia wendet sich an euch. Welle, wie siehst du denn aus? Wo sind denn deine Horner? Ikilhaft, egal, man nimmt, was man kann. Du musst sundren sein. Hab vorhin gæsse hen, wie dein bro undelikat ensvejt wurde, jo. Ik selbst konnte entkommen, weil ich fucking fliegen kann, du. Okay, Eidechse, was weißt du sonst noch? Ich bin keine scheiß Eidechse, du hornlose Sneckentitte. Das und noch habe ich nur gæsse hen, dass es hart bief gab und dein bro wohl absolut hat. Hashtag Unia. Naja, let's live, Mikey. Dein Bro war der einzige cool Typ auf der Epic Fire, und nun sehen wir, was es ihm gebracht hat. Hat er wohl lieber seine Messerallergie ernst, Brotchen, Na gut, so lasse ich nicht mit mir reden. Du kommst jetzt ohne Mitrede mit mir mit, sonst schnecke ich gleich dein scheiß Drecks-Eidechsen-Hodensäckchen. Wundervoll. Yes. Queen. Flunksk. Ich hätte vielleicht nicht den einnehmen sollen, sondern die Stadt bauen sollen und dann etwas einnehmen. Egal. Wir bauen den hier. Der Name wird sein... Stadt von Stattingen. Okay, geht nicht. Wir nennen es dann nur Stattingen. Das klingt doch wundervoll. Und sehr elbisch. Oh damn, das ist ja alles Scheiße! Ich sollte es erst einnehmen, sobald die Stadt gebaut ist. Fuck! Okay, egal. Wir betreten die alte Ruine. Wir haben hier einen Troll, eine junge Schreckenspinne und noch einen Warg. Noch einen Wolf. Okay, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. So. Haben wir es auch geschafft. Wir haben nur eine Einheit verloren. Bis jetzt haben wir, glaube ich, in jedem Kampf eine Einheit verloren oder mehr. Verderbnisschutz. Bisschen Wissen. Wie viel Wissen brauchen wir denn für den da? Das Gold klingt schon auch gut. Nee, komm, wir nehmen das. Wir nehmen's. Mit dem hübschen Stimmbruch nehmen wir es. Zack. Okay, wir haben Bade freigeschaltet. Schon so. Nacht und Nebel machen wir als nächstes. Du Held gehst zu der Gruppierung. Was bist du? Du bist viel zu random platziert. Es gibt sicherlich einen Grund, dass du existierst. Ich weiß nicht, wieso hier eine Trophäe drüber ist. Egal. Anführer verbessern. Untote werde ich nicht bekämpfen, aber Verkrüppelung zufügen. Klingt gut. Und dazu noch sparen wir uns einfach auf. Für dreckiges halbes Dutzend. Vernichter der Frommen. Oh, das perfekt geht. Oh, das ist perfekt. Okay. Okay, wir sparen uns die Punkte auf. Das ist perfekt. Wir haben nämlich fromme Gegner. Gut. Hier haben wir ein paar Draconia. Zack, zack, wunderbar. Super schön, ganz toll. Gut, dich bewegen wir jetzt dahin. Und wir machen gleich den nächsten, wenn wir schon da sind. Das sind diesmal Zwerge, die uns nichts getan haben. Like, das sind nicht mal wilde Tiere oder sowas. Das sind einfach nur Zwerge, die in ihren Minen chillen. Und wir kommen da an und mit so, ja,
Genau, mein Bruder ist gestorben. Meine Laune ist... nicht so der Höhepunkt. Also, ich hoffe, ihr akzeptiert's einfach, dass ihr jetzt sterben werdet. Bumm. Gewonnen. Die haben uns, wie gesagt, nichts getan. Es war völlig einfach nur aus Bosheit, dass wir die umgebracht haben. Aber... was kann man denn sonst tun gegen schlechte Laune? Weiter geht's. Zack. Wundervoll. Neuer Tag bricht an. Die Stadt existiert diesmal. Und jetzt lassen wir die auch wirklich wachsen. Die wäre eigentlich instant die größer gewesen. Das war einfach nur aus unserer Dummheit. Wir lassen einfach mal ein paar Häuser bauen. Ja. Und danach dürfte das das relativ halbwegs ein bisschen ersetzen, was wir jetzt an Verlust gemacht haben. Hier ist eine Stadt. Ja. Wir holen jetzt noch mal ein paar Grimmschnäbel. Oh, Reska. Welle, pass auf, wo du hintrittst, du Schneckenfrau. Ah, was? Zauber. Pff. Zauber, ja. Zauber links, Zauber rechts ist doch egal. Der andere, der drin hat, aber ist weniger egal. Oh, oh. Kommt ihr hinten mit, wenn ich den angreife? Nein. Aber es ist ein sehr wahrscheinlicher Kampf. Schon so... okay, warte. Habe ich Einheiten, die weiter gehen können? Nein. Damn. Wenn ich dich dorthin bewege. Und jetzt, keine Ahnung, die zwei Flammenwerfer. Yes, das geht. Okay. Der wäre auch noch gut gewesen. Jetzt bewegen wir dich dahin. Dich dahin. Und jetzt haben wir schon mehr Leute. Aber, doch, wir können uns sogar noch, wir können sogar noch angreifen. Let's go. Manuel, Kampf! Die Stadt gehört mir! Gamble hat hier nichts zu sagen! Er ist nur, das ist der Ursprung. Like, was war's? Das Universum, sowas? Egal. Au! Wieso muss der so wehtun? Like, Schmerzen zufügen? Von mir aus. Aber das ist ja wirklich übertrieben. Gut, alle Einheiten etwas näher bringen. Kannst du dich teleportieren? Nö. Ein paar Einheiten haben die Fähigkeit, sich nämlich zu teleportieren. Zack, zack und zack. Nächste Runde. Wir könnten eigentlich einen Zauber wirken. Verflucht. Der Klatterfluch sofort geklappt. Der geht sogar raus. Das ist nicht gut. Wir blenden den hier. Gut. Die schicken wir von die Mitte rein. Wundervoll. Etwas näher. So stirbt mein Boy auch mit. Das mag ich nicht. Ich mach den da. Gut. Bogenschützen. Jen. Die Priester. Näher. Jen. Ja, ich habe so ein Gefühl, dass mein Held sterben wird. Ja, das habe ich jetzt nicht sehr schlau gemacht. Das war wirklich gar nicht schlau. Ja, mein Held wird jetzt sterben. Der greift ihn an und das war's. Wirst mir fehlen, Reska. Oh, nicht mal. What? Oh! Der Herrgott hat mir noch eine Chance gegeben. Okay, die muss ich vollständig nutzen. Gut, verpiss dich! Ah! Du hast nicht die Reichweite zu ihm. Oh, doch hast du. Oh nein. Hierhin. Zack. Hierhin. Schutz. Schutz. Wie viel Chance habe ich, dich zu paralysieren? Paralysieren. Und er ist gerettet. Oh. Sagen, der jetzt nicht genug Reichweite hat, den zu erschießen, müsste alles gut sein. Wenn ich dahin gehe, dürfte der theoretisch den da fokussen, oder? Der wird jetzt wohl kaum hier, oder? Wird er wohl kaum, oder? Blenden. Wieder gestanden. Scheiße. Bitte erschieße nicht, bitte. Yes. Okay. Alles ist gut, Leute. Werde ich sterben dabei? Nö, aber gut geht's mir danach auch nicht. Machen wir davor immer Fernkampf. Das ist generell immer die beste Strategie in dem Spiel. Immer Fernkampf vor Nahkampf. Hierhin.
Zack und bumm. Gewonnen. Wir haben, glaube ich, nur eine Einheit verloren, oder? Yeah. Das war gar nicht knapp. Alles war völlig wie geplant. Was warst denn du? Eine Menschenstadt, oder? Mensch, ja. Was? Fuck you. So Hochelfen umsiedeln. Nee, dann wird's kleiner. Vasallen. Ich denke, vielleicht wird er am ehesten mich nicht umbringen, wenn ich diese Vasallen mache. Dazu noch, wenn ich mich mit dem Menschengut, you know, verbünde, vielleicht mag mich der Staatsbund dann generell lieber und ich kann dann besser da was machen. Ich weiß nicht, ob das, like, total dumm ist, was ich da denke. Also, ich übernehme es einfach. Fuck it, wir riskieren hier mal gar nichts. So, Einheit, du kannst dich nicht bewegen, was da bist du? Nächste Runde. Du gehst da rein. Ihr geht da rein. Du gehst da rein. Ihr geht weg. Und dann haben wir hier noch eine Viererarmee. So. Hier ist alles schon gelöst. Wundervoll. Oh, meine Güte. Das war ja mal viel zu episch. Okay, was steht denn da alles? Ja, das sind alles Tipps. Okay, Reska muss überleben. Oh, oh. Das wäre ja mal fast, like, ganz schlecht ausgegangen. Holy shit, okay. Oh, den Bogenschützen, den nicht, wenn wir baden machen. Oh mein Gott. Ja, das wäre fast richtig, richtig blöd ausgegangen. So, die Grimmschnäbel machen wir. Und was machen wir als nächstes als Zauberling? Das ist eine super Verzauberung. Ja, das ist von Reichweiten und Sichtlinienfeld nicht betroffen und macht dazu noch mehr Schaden. Das ist wundervoll. Nur eine Einheit? Das ist eine Falle. Das rieche ich doch. Was? Okay, mache ich sogar automatischen. Hätte ich da jetzt eine Einheit verloren, ja, ich wäre ausgeflippt. So. Und wir haben sogar noch genug für noch einen Grimmschnabel. Wir machen uns hier einfach ein paar Einheiten noch zurecht. Die sind nicht stark. Nicht falsch verstehen, die sind kacke. Aber die sind eine Einheit und das ist das Wichtigste gerade für uns. Gut, wir holen uns das da und fliegen zurück. Und das da ist mal viel zu viel für uns, oder? Das ist wohl die Höhe. Wie zur Hölle sollten wir das jetzt da bitte überstehen? Oh mein Gott. Okay, die Stadt braucht noch eine Weile. Ich glaube, ich nehme die ganzen Einheiten noch mit. So. Ich brauche noch mehr Einheiten. Gut, du gehst auch direkt hier weiter. So. Gut. Die Stadt hat das gebaut. Das heißt, wir können jetzt Nachtschattenfeen machen. Nymphen danach, aber die interessieren mich weniger als die Nachtschattenfeen, weil die sind Stufe 3 Einheiten. Wir produzieren uns ein paar davon. Puh, Alter. Okay. Voran geht es mit uns. Gut. Das sind danach 16 Einheiten, ja? 16 Einheiten dürften doch irgendwie reichen, hoffe ich mal. Können alle weit genug? Ja. Okay. Let's go. Du gehst dahin. Du dahin. Du dahin. Ich darf nicht eine Runde hier verweilen. Scheiße, er selbst ist gekommen! Oh, fuck. Ja, das ist nicht gut. Ich würde sogar behaupten, das ist wahnsinnig schlecht. Okay. Es gibt keine Stadtmauern. Sehr wahrscheinlich. Das ging sehr gut. Jetzt ist die Frage. Nee, wir machen das so vollkommen fucking manuell. Das sind scheiß Kanonen dabei, aber hallo. Und er selbst, das müssen wir mal mit angucken. Die Kanonen kann nur alle 2 Runden schießen. Aber die macht Sau-Damage. Die wird... Au. Schmerzübertragung. Glaubensgestärkt. Eine Kanone? Was machen die, wenn die glaubensgestärkt ist, bitte? Das ist like so einfach die Maschine, was ich denke. Jeebus. Hammerle, hammerle. Ja, die ist happy. Das ist eine sehr glückliche Kanone jetzt. Okay. Wir gehen mal voraus. Viel mehr kann man wohl nicht tun, oder? Wir müssen näher ran. Reska darf nicht sterben. Beide Helden sind hier.
Wir sollten breitflächig angreifen, damit sie danach sich aufteilen müssen. Wenn ich hier jetzt volle Kanne durchpush links, wird er mehr rüberschicken. Deswegen gehe ich dahin. Ich mache aber nur zwei Seiten. Die Mitte bleibt leer. Gut. Nein, die Mitte bleibt nicht leer. Ein paar Leute müssen in der Mitte bleiben. Kann ich? Oh, ganz genau nicht. Okay. Ich erwarte mir jetzt, dass die Kanone schießen wird und massiven Schaden anrichten wird, ja? Vielleicht kann ich noch irgendwas tun. Gibt's ein Reittier? Die Helden. Zwei Helden! Wait a minute. Nein. 70%. Dann ja. Nehmen wir den. Zaubern. Es hat bei beiden geklappt. Wildes Reittier. Super angepisst. Alle beide super angepisst. Wundervoll. Drei Runden lang super angepisst. Hast du Reichweite? Nö, nö, nö. Ja, ich mach mal alle einfach hier. Zu Schutz. Au. Oh. Okay. Du gehst näher, du gehst näher. Ja, die teilen sich auf, wie gedacht. Und da ich viel mehr Einheiten habe, ist es sogar gut, dass die sich jetzt aufteilen. Ihr zählt als Plänkler, oder? Nein. Ihr habt keinen Vorteil gegen die. Okay. Dann mache ich mal einen auf... Wohl noch nicht, oder? Hierhin. Angreifen. Teleport. Hierhin. Ups. Teleport. Hierhin. Blumsk. Wow. So. Alle näher ran. Alle näher ran. Ja, da treffe ich nur beide. Das geht gar nicht klar. Ich verleihe dir mal diese Fähigkeit. Und ihr habt sicherlich den Erstschlag. Normale Infanterie, Verteidiger. Ja, die sind einfach nur generell stark. Ich schicke euch dahin, damit ihr sterbt. Ihr habt nicht wirklich etwas anderes, wofür ich euch gerade gebrauchen möchte. Das wird sicher gut Damage machen. Aber wenn ich jetzt das mache, ja? Von hinten angreifen. Zack. Und jetzt. Bumm. Von hinten angreifen. Schaden durch Sicht, das ist kacke. Pax. So. Kanone, jetzt zu blenden wird dumm. Ersticken auch. Giftfallregen. Ja, der muss jetzt mal dringend sterben, weil der kann da meinen Helden angreifen. Zwei Damage. Versuch dich davon mal zu erholen, ja. Du kannst nix, du kannst nix. Los, näher ran! Ich werde so viele Einheiten verlieren. Ihr habt ja gar keine Ahnung. Okay, du wirst sicherlich sterben diese Runde. Das heißt, ich werde schauen, so viel Damage mit euch zu machen wie möglich. Und das ist wahrscheinlich, indem ich hier hingehe und das mache. Gut. Zack. Die Krähen sind immer gute Ablenkung. Für viel anderes sind sie nicht unbedingt gut. Hier, greif das an. Du kannst nichts mehr tun. Und weiter geht's, nächste Runde. Let's go! Au. Der hat überlebt. Okay. That's what I thought. Bin mir ein bisschen zu schnell. Au, au. Okay. Bumm. Du stirbst. Du gehst hier hin, kannst nichts anderes tun. Du sprintest voraus, die Kanone wird dich umbringen, wenn ich sie nicht jetzt blende. Kann sein, dass du immer noch stirbst, aber dafür ist der Gegner geblendet, der dich umbringt. Held wäre schon Nummer 1 Prio eigentlich. Aber im Moment ist das sogar nicht mal so der Fall. Krähe, ihr könnt nichts tun. Ihr sterbt einfach, wenn ihr das tut. Du stirbst generell.
So, das sind die Märtyrer. 65%ige Chance. Ich glaube, ich greife den lieber direkt an. Und mit dem noch einmal. Und mit dem noch einmal. So, hier haben wir jetzt noch langen Bogenschützen. Der noch viel mehr Leben hat als sie hier. Also, bin ich im Vorteil hier gerade. Hier hin, Krähe. Der muss sterben. Und weiter geht's in die nächste Runde. Puh, das ist ein großes Schlachtfeld. Ja, da hat auf die Krähen geschossen. Was für ein Vollidiot. Imagine angreifening my fucking Krähen. Cringe. Okay, weiter geht's. Zack, zack. Und mit denen nochmal. Und das war's mit dem Helden. Wundervoll. Wundervoll. Gut. Macht keinen Unterschied, ob du von weit weg oder von nahen angreifst. Also los geht's. Du gehst auf D. Du tötest den jetzt einfach. Hier ist alles nicht erledigt. Hier sind noch zwei Gegner sogar. Flankangriff! Hier rüber. Zack, zack, zack. Dann. Nochmal zack. Und. Plunks. Ihr braucht nichts mehr tun. Du gehst auf die Kanone. Oh yeah! Gewonnen! Geil! Wir haben den Haupthelden getötet. Wir haben. Der wird jetzt zwar wieder spawnen, Gamlak, Herr des Ursprungs. Aber. Und wir haben 100 Gold rausgekriegt. Oh mein Gott. Ultra Mega Sieg of Doom! Und was seid ihr jetzt für eine Stadt? Was seid denn ihr? Ork. Eine Ork-Stadt. Was mache ich mit denen? Ich glaube, ich übernehme die auch einfach. Im Moment bringt mir halt nicht viel anderes mehr. Geist des Landes, vollkommen. Ja, das werde ich machen. Schockschutz auch und unten Wurzelstich, wundervoll. Der Zauber ist genial. Ich wollte das nicht zweimal machen, aber na gut. Dich und Nahkampf, weil er keinen Fernkampf besitzt. So, die zwei Helden sollten sich nun offiziell aufteilen. Zack, und du gehst noch zu denen da. Und ihr zwei zu dem hier. Wir haben ganz genau 4 Leute verloren. Was heißt, wir haben jetzt 2 volle Armeen. Ganz einfach. Wir holen uns das Mana hier oben. Und haben nicht genug Platz zurückzugehen. Das ist gut. Da gehe ich nächste Runde rein. Und hier ist sehr viel Nebel. Gut, wir haben noch eine Einheit bekommen. Du kannst nicht nach da oben, weil es nichts bringt. Okay. Du nimmst einfach deinen langen Weg hier nach oben, ja? Ihr chillt einfach. Und viel mehr braucht man gerade nicht. Weiter geht's! Vielleicht sollten wir da hinten das Ganze mehr auf Economy machen als auf Einheiten. Und die, was näher dran sind danach, die Einheiten drin produzieren. Ich glaube, das klingt nicht schlecht. Schattenpirscher. Cool. Wir behalten hier Handel. Hier, die passen, weil die können nur dort produziert werden. Du machst immer noch Häuser, damit du größer wirst. Aber nur einmal nur noch. Danach ist es egal. Wir haben genug Geld und Motivation dafür. Das machen wir dennoch nicht. Wir gehen hier rein. Nice. Das da ist ein Handelsposten. Ich kriege einfach mehr Geld dadurch. Nice. Gut. Hauptheld in die Armee. Hier rüber. Und hier rüber. Der Held geht hier hin und du kriegst jetzt einen Tempel. Wundervoll. Die Stadt hat es anscheinend nicht übernommen. Assassine. Segen. Puh. Ist alles nicht so extrem spannend, oder? Bannen bringt nichts. Wir gehen auf Assassine. Der Rest ist eigentlich relativ langweilig. So. Next round. Dahin. Du bist immer noch brav am Wachsen. Du musst es nicht unendlich lang tun. Ah ja, du gehörst mir. Ja, ich war jetzt verwirrt. Dahin und weiter nach oben. Du bewegst dich jetzt auch brav nach da oben. Gibt es hier irgendwas noch, was ich vergessen habe oder übersehen habe? Hier ist ein Weg. Oh, zu etwas Interessantem. Was? Ich schicke einfach mal die Kavallerie dahin. Dahin.
Und ihr... Er kann jetzt mal nicht zaubern, glaube ich. Wir gehen einfach mal rein. Oh, fuck, muss ich kacken. Bob-bob-bob-bob-blom. Oh, das sind ja Kriegsmaschinen. Hell je. I fucking get. Belagerungsmaschinen hat er uns einfach geschenkt. Einhörner konnten sich rein teleportieren. Und es gibt Einheiten, die die Mauer klimmen können. Das ist einfach nur eine heftige Armee. Wie zum Fix soll ich gegen das gewinnen? Excuse me. Nein, wirklich, what the fuck? Wir tun dich dahin, dich dahin. Wenn ich dich angreife, ist der da ganz hinten auch dabei? Nein. Wundervoll. Ich mach den Kampf gegen den da. Das dürfte ein offener Kampf sein. Nein, das ist sogar die Stadt. Es ist gut, dass ich die hinten ausgemauert habe, dass sie nicht drin sind. Also ausgegrenzt, nicht ausgemauert. Wundervoll. Wundervoll, wundervoll. Wir kommen immer näher. Wir kommen immer näher. Du bewegst dich einfach, glaube ich, langsam nach da vorne. Fuck den. Boom. Arschloch. Keine Chance. Zack. Du gehst auch voraus. Du gehst weniger weit voraus, weil du dann einfach nur tot bist. Ein Held darf gerne gesegnet werden. Kann nicht. Segne dich selbst. Hierhin. Raufknattern. Mein Hero hat jetzt das da. Das hätte ich vorher machen sollen. Oh, ich muss eine spezifische Einheit nehmen. Ich glaube, es gibt keine Einheit, die besser geeignet ist hier, oder? Warte. Was sind deine Reichweite? Ziemlich hoch. Wenn ich dich dahin bewege. Okay, du brauchst mehr Aktionspunkte. Dann mache ich es mal noch nicht. Wie viel kostet der Zauber? 10. Ich kann ihn öfters machen, also. Auf dich. Gut. Der Held geht auch noch nach vorne. Du stürmst nach vorne. Du gehst die 2 cm, die du gehen kannst. Du bleibst hinter denen. Nicht. Zack. Motivierter Schuss nach vorne. Zack. Zack. Zack, zack. Und wir können die Runde beenden. Okay. Zur Hauptheit hat er jetzt mal nichts getan. Au, au, au. Au, au, au. Au. Die haben viel zu viele Fernkämpfer. Okay, gucken wir mal, was jetzt... Ob du... Ja, du hast wirklich eine du hast wirklich eine Begrenzung. Ich kann einen Schritt weiter gehen und dann darauf schießen. Dann mache ich den da auf ihn, oder? Nein, hier bringt's viel mehr. Da. Ich mach's auf dich. Oh! Oh, yes! Oh, das war... Oh, himmlisch. Oh mein Gott, das wird hier nur besser. Verlumpsk! Nach vorne, Wallbrecher. Wallbrecher können eigentlich... Nein, ich wollte ihn zurückholen. Das ist viel zu weit vorne. Das ist so gefährlich. Oh mein Gott, ich glaube, ich weine. So, du wirst von der Seite angegriffen. Dann wirst du von hier angegriffen. Dann wirst du von hier angegriffen. Und du machst gar nichts. Du kannst aber rauffliegen. Das ist chillig. Motivierter, ein Schuss darüber. Du gehst dahin. Du kannst dich hier trauen, jetzt glaube ich näher zu gehen. Du wirst vielleicht sterben. Aber... Dafür bist du hochgelevelt. Zumindest das, oder? Weiter geht's. Nächste Runde. Oh, es ist so spannend. Wir werden's schaffen. Au. Uncool. So. Ja, why not? Komm. Bump. Wump. Verlungs. Und die Mauer zerbreche ich einfach mit den Helden. Let's go! Hier rauf, in den Rücken knattern. Du machst einfach unendlich Damage jetzt. Halt, weiß nicht, wieso der überhaupt nach vorne gegangen ist, ehrlich gesagt. Das ist keine schlaue Entscheidung gewesen. Du wirst angegriffen, egal was los ist. Okay. Wie kann ich dich erreichen? So behauptest du das? Ich mach den da. Und bam. Au. Gut, der hat nur noch eine Einheit. Ha! Stirb, Tor! Und die ist auch sehr bald weg. Gut, weiter geht's. Du wirst die angreifen. I know. You will.
Gut, ich hoffe, ich habe nicht gerade vor einer Sekunde gesagt, dass ich keine Einheit verloren habe, denn das hat sich geändert. Und bam. So. Nice, nice. Wumm. Gut. Die Stadt ist leer. Und hier ist nur noch, sind noch diese drei Einheiten, die aber massiv stark sind. Oh, 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 oh. Geh rein. Oh, puh. Die Sache ist, ja, das sieht ganz klar aus, ein Sieg für mich, ja. Aber die Sache ist, das ist ein Schrein der Vernichtung. Ja. Das Ding macht so viel Damage, dass es meinen Helden wahrscheinlich one-shotten wird. Okay. Ich werde wahrscheinlich nicht... Doch, ich muss den Angriff jetzt machen, sonst zaubert der, oder? Ah, scheiße. Kann er nicht. Er ist noch tot. Okay, ich glaube, ich kann noch verweilen. Aber in der nächsten Folge erfahren wir, wie das hier ausgeht. Und wir sind schon so nah, ja, an dem Kackort, in dem er alles vernichtet hat. Schaut hier. Ich kann eigentlich jetzt schon rüber, glaube ich. Super cool. Wir erfahren das alles in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr habt eine entspannte, lustige oder like, gespannte Zeit, wie es hier verläuft. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wasch!